Ja, nun recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapenta aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 76 zum Bau meiner N-Modellbahnanlage von Anfang an. Wie immer jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen. Und heute geht es um die alte Wartungsstelle mal wieder. Was heißt mal wieder, kann man nicht sagen. Es war ja eine relativ kurze Serie. Heute verlege ich sozusagen das Wartungsgleis. Das heißt, es geht mal wieder an die Gleisarbeiten ran. Dort werde ich dann alles auf dem Tisch verlöten und die Anschlüsse vorbereiten. Dann werde ich es verlegen auf der Anlage und alles dort auch anschließen und verlöten. Und anschließend geht es dann an die Fertigstellung dieses Moduls, was wir hier vor uns sehen. Das heißt, es wird mal wieder sehr, sehr klein. Wir sehen es ja schon, die kleinen Länderchen, das Grüne, das Gras, das ist alles verlegt worden. Und das Ganze wie immer für Einsteiger, für Profis, für alle, die Spaß am Modellbau haben. Dann würde ich sagen, bis gleich im Video. Ja, und zurück im Video hier bei mir. Ist euch aufgefallen oder dem aufmerksamen Zuschauer, dass meine Startgrafik, die Übersicht meiner Anlage sich verändert hat? Ja, die untere Ebene ist dort jetzt schon eingezeichnet. Das heißt, das, was wahrscheinlich ab nächste Woche losgeht, die untere Ebene, weil bevor ich die ganzen Hänger hinten machen kann von der mittleren Ebene aus, muss ich erstmal mich um das untere Tauschmodul, denn genau das wird ein Tauschmodul, der große mittlere Teil meiner Anlage wird ein, wie gesagt, Tauschmodul werden und das geht in der nächsten Woche los. Das heißt, freut euch drauf, da wird wieder mal ein neuer Teil eingeleitet. Aber jetzt guckt mal erstmal wieder zurück zum Video, was ich gesagt habe. Wir machen ja jetzt das Gleis fertig für die Wartungsstelle. Das war ein Gleis, was bis jetzt halt noch nicht verlegt worden ist. Das hat also immer noch gefehlt. Wer sich das immer ein bisschen angeschaut hat bei mir, wird festgestellt haben, dass ja da eine Weiche noch existierte, die ins Nichts führte. Oder es wird auch keinem aufgefallen sein, ich weiß es nicht, ist aber auch irgendwo egal. Ich schließe es jedenfalls jetzt hier an. Da verwende ich wie immer Flexgleis zu. Das heißt, wer mich kennt oder wer mich kennenlernen wird, weiß oder wird wissen, dass ich nur, also wirklich fast zu 99% mit Flexgleisen arbeite. Und viele meiner Sachen, meiner Ideen, meiner Baufortschritte entstehen tatsächlich ohne fertigen Plan. Das heißt, ich mache mir zwar Gedanken, wie es werden soll, was ich gerne wo hätte, aber ich habe keinen Plan, den ich mir vorher irgendwo entwerfe, den ich zeichne. Ich habe einen Gleisplan, den habt ihr ja am Anfang gesehen, aber dieser Gleisplan, der entsteht tatsächlich erst dann, wenn ich die Gleise auf meiner Anlage verlegt habe. Ja, und das mache ich jetzt gerade hier. Hier wird ein neues Gleis verlegt. Da, ja, ich muss das mal ein bisschen anpassen. Ihr seht ja das Modul im Hintergrund oder die Module, die zweier da mit den Steinen. Und da ich das ja baue, wie mir der Schnabel gewachsen ist, wie man so schön sagt, ist es so, dass dann eben ein paar Steine weiter rausragen und da muss natürlich die Kurve des Gleises dran vorbeiführen, ganz einfach. Und deswegen muss ich mich immer erstmal um bestimmte Dinge kümmern, so eben auch ab nächster Woche die untere Ebene, obwohl ich ja eigentlich in der Mitte noch weitermachen wollte, kümmere ich mich um die untere Ebene, weil aufgrund des Baus der unteren Ebene ich erst die mittlere wieder bestimmen kann, wo dann sozusagen die Landschaft hinkommt. Ne? Also ich, naja, ist halt ein bisschen anders bei mir. Ich arbeite halt so, wie mir gerade der Sinn steht. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich bin nicht der Theoretiker, ich bin also ein reiner Praktiker. Ich mache viele Sachen eben direkt live für mich und das finde ich halt schön zu arbeiten. Auch die Gleisverlegung nachher auf der unteren Ebene, ihr werdet es noch sehen, das wird also sozusagen erstmal erdacht von mir. Ich, wie gesagt, ich habe einen Plan, ich weiß ungefähr, wie es werden soll. Aber viele Dinge, die mache ich halt so, wie mir gerade eben im Kopf steht.
Und das finde ich schön. Ja, hier im Hintergrund sehen wir jetzt eine Sache, die ist nichts Neues. Bei mir nichts Neues. Ihr kennt es mit Sicherheit alle. Ich bereite das Flex-Gleis irgendwo auf meiner Tischplatte vor. Ich habe auch das Gleis auf der Tischplatte schon bemalt. Das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, weil ich das jetzt schon öfters mal gezeigt habe. Ich werde natürlich mal wieder Videos bringen, wo ich das mit zeige, wie ich das mache, für die, die es interessiert. Und wie gesagt, das habe ich jetzt hier schon gemacht, weil ja, immer dasselbe, ich brauche mich nicht wiederholen, brauche ich nicht. Und jetzt seht ihr gerade hier im Hintergrund, wie ich sozusagen elegant um die Steine das Gleis drum rumlege, kann man nicht sagen. Es ist ja noch die Biegung, die von rechts kommt, da ist ja die Weiche hinten. Und dann führe ich es nach rechts. Das sieht gerade so aus, als wenn ich hier so ein bisschen so eine S-Kurve mache. Das ist nicht der Fall. Das ist täuscht ein bisschen, ja, weil wir erst so eine Linkskurve haben und dann nach rechts gehen. Aber das ist ja der Anlage geschuldet, dass wir da eine Linkskurve haben, weil wir ja von der Weiche oben auskommen. Und ja, dann stecke ich das mit Pins fest. Das werden viele von euch genauso machen. Das ist ja die einfachste Variante. Und ich habe das natürlich immer schon mit diesen Klemmen vorbereitet. Ihr habt es ja vorhin auf dem Tisch gesehen. Und jetzt verlöte ich jetzt hier von die Gleisstöße. Und damit das dann auch fest wird, und verklebe das Ganze dann mit Sekundenkleber. In dem Fall habe ich mich für mittelfesten Sekundenkleber entschieden, weil das Gleis leicht erhöht liegt sozusagen. Und wenn das Gleis ein bisschen erhöht liegt bei mir, dann wähle ich einen Kleber, der das ausgleichen kann. Ja, das Gleis hat ja seinen eigenen Willen, das verlegt sich ja im Grunde genommen schön, und dann gleiche ich das mit einem Kleber aus, sodass das Gleis wunderbar gerade ist. Mitunter lege ich da noch ein Stahllineal an oder irgendwas anderes, damit das dann auch schön gerade wird. Nicht nur in der Fahrrichtung, sondern auch von oben. Ne? Kommt da noch was drauf und dann sehe ich immer, ob das schön gerade ist. Und hier der Test, der übliche, dann die Lötstelle ausprobiert, nachdem ich sie verschliffen habe, mit einem kleinen Hänger so kurz so drüber gehen. Und dann merkt man ja schon, wenn man drauf drückt auf den Hänger, ob da eine Unebenheit drunter ist oder auch nicht. Somit erreiche ich wirklich Gleis und ja, Stöße oder ja, Stöße kann man sagen, die wirklich sehr, sehr wenig zu spüren sind. Ja, wenn man die bloß zusammenstecken würde, hätte man ja immer, wenn man Pech hat, so einen kleinen Buckel vom Gleis drin, so dass das dann immer so ein bisschen springt, und das habe ich natürlich dadurch nicht. Ja, nun habe ich das Gleis verlegt mittlerweile. Jetzt kommen wir mal zum Teil 2, die Fertigstellung der Landschaft. Und ihr könnt euch ja erinnern, ich habe ja beim letzten Mal die gleiche Sequenz, wenn ich hier so ein bisschen immer gucke, ich sehe das Video im Hintergrund, die, wo ich die Geländerstangen oder Stäbchen da angeklebt habe. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich zum Schluss noch ein bisschen Sand rüberrieseln werde, und dort an dem Geländer direkt nochmal dran, wo ich das dann draufgerieselt habe, kommt nochmal ein Tropfen Sekundenkleber hin, und dann klebt diese Stange wirklich bombenfest. Also ich könnte die regelrecht verbiegen, ja, und die blieben kleben, weil ich wollte es einfach mal wissen, was ist denn, es ist ja ein Modul, was ich abnehmen kann, und da muss das ja auch schon, ja, schön halten. Wäre ja Quatsch, wenn dann alles mal abfällt und jedes Mal fängst du von vorne an, hast du alles wieder festzumachen. Das braucht kein Mensch. So, jetzt sind wir natürlich mittlerweile bei der Begrünung schon angekommen, und das mache ich natürlich in altbekannter Weise, obwohl hier mache ich es mal ein bisschen anders. Hier habe ich also den Pinsel mit Leim getränkt und tupfe dann direkt in das Gras so rein und trage das dann auf die Steine von der Seite auf, weil da kann man ja, entweder müsste ich es ranwerfen, dass das hält, ne, an den senkrechten Stellen, oder ich tupfe das halt mit dem Pinsel auf. Das macht sich also recht gut. Da oben ist wie so eine Art, ja, ich sag mal, kleine Plattform, sieht man ja schon. Und die habe ich auch, wird man hier gar nicht sehen, so bemalt, dass der Sand im Hintergrund, also oben von hier aus gesehen, dunkler ist, da ja dort das Gleis lang führt. Und da ist natürlich Schmutz, und deswegen ist es dort ein bisschen dreckiger oder ein bisschen schmutziger. Und das ist wieder mal eins dieser Details, wo ein anderer vielleicht sagt, Mensch, hast du eine Meise. Aber ich finde das halt schön. Ne? Jetzt kommt das kleine Häuschen, da hatte ich ja gesagt, zu dem Gebäude, zu diesem Häuschen gedruckt habe ich es ja schon, das habe ich euch ja mal gezeigt, wie ich das praktisch gestalte und wie ich das fertig mache, das ist ein Video. Und dann auch die Wartungsplattform, die wir nachher noch sehen werden, die ist zum Schluss dann auch fertig, die zeige ich euch dann auch, wie ich die gemacht habe. Sowas
ist eine nette kleine Sache. Ich habe es nirgendwo gefunden bis jetzt im Internet. Oder wenn, dann glaube ich ein einziges Mal, dann nur für die H0. Hier sehen wir sie gerade im Hintergrund. Und da also habe ich sie mir kurzerhand selber ausgedruckt. Und ich finde das ein schönes Teil. Ist mir ganz gut gelungen. Sage ich jetzt mal so. Mir gefällt es jedenfalls. Ich hoffe euch auch. Und ja, jetzt kommen wir zum Geländer. Das war wieder mal, da habe ich eine ganze Weile überlegt. Ich denke, wie baust du das Geländer von dem Geländer, also die Führungsstange oben, ne? Die, ja, was wir da gerade sehen. Der Handlauf, jetzt fällt mir es ein, der Handlauf, nicht das Geländer. Und da hatte ich dann überlegt, warum machst du das nicht aus einem Zwirnsfädchen? Das heißt, da bin ich dann in das Reich meiner Frau eingedrungen und habe in dem Nähkästchen mir eine Farbe ausgesucht. Man sieht das jetzt hier vielleicht immer gar nicht mal so richtig farbtreu im Video, finde ich. Ich habe mir also so eine Art Grau ausgesucht, damit ich das nicht noch streichen muss. Ja, streicht schon gerne Geländer. Ja, okay, in der Größenordnung könnte man das durchaus noch machen. Und dann habe ich natürlich immer den so geführt von Stab zu Stab und dann immer mit einem Tropfen Sekundenkleber ein Momentchen gewartet, dann weitergemacht. Und oben sieht man es jetzt hier so ein bisschen, dann geht das bis ganz nach links. Da habe ich dann die Bäume hingesetzt. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, wie man Bäume setzt. Das werdet ihr alle selber wissen. Und ja, hier die Wartungsplattform, die wird dann vorne hingeklebt. Was hier noch fehlen wird zum Schluss, ist im Grunde genommen der Schotter, der vorne hinkommt. Ich habe ja das Gleis verlegt, ich habe jetzt das Ganze. Hier lege ich zur Beschwerung so einen kleinen Metallstift drauf, dass das schön festklebt. Und hier sehen wir es schon, hier ist alles eingebaut. Und hier mache ich jetzt die Bäume. Oberhalb ist ja die Fabrik. Und eine Fabrik ist ja dreckig, zumindest bei mir ist die dreckig. Und da werden die Bäume natürlich so im strahlenden, hellen Grün, vielleicht nicht so wirklich prall. Deswegen werden die Bäume immer so ein bisschen verschmutzt noch. Dann werden die so mit Kaki, mit Olivengrün oder Olivgrün angestrichen. Und so, dass die eben alle ein bisschen, naja, verdreckt auch aussehen. Sicherlich nicht rostig, das wäre bei Bäumen ein bisschen blödsinnig. Aber zumindest das Ganze irgendwo... Naja, das ist schön benutzt oder nicht benutzt, kann man auch nicht sagen, das sehe ich von Quatsch hier eigentlich gerade. Sondern dass die Bäume eben, naja, aussehen, als wenn sie neben einer Fabrik stehen. Jetzt habe ich es. Ja, dann haben wir es für die Woche im Grunde genommen schon wieder. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei sein solltet. Ich würde mich freuen. Dann fängt nämlich, wie gesagt, das Modul, das untere Modul an. Hier vorne fehlt der Schotter noch, hatte ich schon gesagt. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. War schön, dass ihr dabei wart. Und dann macht's schön gut. Bis dahin, euer Uli, aka Aquapinter. Tschüss.